Oh, genau. Guten Abend allerseits. Ich weiß nicht, ob bei euch die Meldung auch gekommen ist, dass das Meeting aufgezeichnet wird. Also bitte nichts Falsches mehr sagen. Genau, ich begrüße euch zu diesem Online-Seminar. Ganz kurz zur Einführung. Ich denke, die Abwasserinfrastruktur in der Schweiz ist mehr oder weniger gebaut. Der Gewässerschutz funktioniert nicht schlecht. Die Frage ist ja, können wir mit dieser Infrastruktur, die wir haben, können wir da allenfalls noch mehr rausholen? Da gab es ja auch diverse Entwicklungen, technologisch vor allem auch im Kanalnetz. Und da können wir zum Beispiel den Betrieb der Sonderbauwerke auch besser auf die Aare abstimmen. Im VSA haben wir da diese Problematik schon länger erkannt. Die einen von euch können sich vielleicht erinnern, bereits im Juni 2018 hatten wir einen CEC-Anlass im Werdhölzli. Da wurde vorgestellt, dass der VSA in diesem Bereich, wo man Kanalnetzgewässer oder das Zusammenspiel von Kanalnetzgewässer und Aare anschauen will, da haben wir das vorgestellt, das war Reto Battaglia. Das Projekt brauchte dann etwas, bis es aus den Startlöchern kam, kam dann aber und ging jetzt relativ schnell. Und Reto Manser wird jetzt die ersten Resultate vorstellen aus diesem Projekt. Er wird sich vor allem auf die Kläranlagen fokussieren. Eben wie gesagt, es geht um die integrale Betrachtung von Gewässern, Kanalnetz und Aare. Ist ein breites Projekt, und alles zu beleuchten in dieser kurzen Zeit wäre schwierig. Daher vor allem Fokus auf die Aare. Reto Manser leitet die Abteilung, wie heißt die Abteilung? Gewässerschutz. Wirtschaft. Siedlungswasserwirtschaft im AWA Bern. Im Projekt vertritt er das CEC-Abwasserreinigung. Genau, Reto, macht alle das Popcorn bereit, und dann gebe ich das Wort an Reto. Gut, vielen Dank, Christian. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich darf im Prinzip im Rahmen des Projektteams hier ein bisschen das Projekt vorstellen, das im Gange ist. Das ist ein VSA-Projekt. Und wie Christian gesagt hat, fokussiere ich auf die Rolle der ARA. Also insbesondere sind natürlich die ARA-Betreiber und ARA-Fachleute, die hier dabei sind, besonders angesprochen. Ich möchte auch sagen, gerade schon einen Aufruf starten. Wie gesagt, das Projekt ist am Laufen. Ihr habt jetzt ja auch hier die Chance, wirklich schon mal euch einzubringen, eure Meinung kundzutun. Wir sind noch mittendrin, wir können noch sehr viel aufnehmen. Ist uns auch ein Anliegen. Was heißt jetzt integrale Bewirtschaftung? Ihr seht hier so ein Einzugsgebiet, hier hat es Kläranlagen, hier hat es Sonderbauwerke, hier hat es Siedlungen, hier hat es Industrie und Gewerbe, hier hat es verschiedene Gewässer. Letztlich das Thema ist integral. Wir wollen alles miteinander zusammen anschauen, mit dem Ziel, am Schluss den bestmöglichen Gewässerschutz zu erreichen. Man spricht ab und zu auch von dynamischer Bewirtschaftung. Und dann ist eben die Meinung, dass man dann eben das nicht nur statisch macht, sondern dass man diese Bewirtschaftung dynamisch gestaltet. Also sprich, beispielsweise eine Weiterleitmenge von einem Regenbecken eben nicht statisch eingestellt hat, sondern die dynamisch anpassen kann, je nach Ereignis. Es gibt nicht nur Plainspotter und Rainspotter, es gibt offenbar auch CSO-Spotter, also Combined Sewer Overflows. Ich habe hier so ein kleines Filmchen. Ist eine der bekannten Mischwasserüberläufe der Stadt Bern. Und ihr seht hier, da geht doch ziemlich was raus. Also die Aare ist hier nicht mehr so grün. Und zeigt, das ist dann je nachdem auch ein Moment, wo dann mal ein Telefon kommt von verunsicherten Leuten, was hier passiert. Aber man sieht, in einem Regenereignis geht da ziemlich viel raus. Und wir wissen, ich stelle das mal ab, weil es ziemlich laut, wir wissen, dass letztlich, je besser die Kläranlage reinigt, desto wichtiger wird der Anteil, den wir eben oben, weiter oben vor der Kläranlage in die Gewässer abschlagen, bezüglich Schmutzstofffrachten. Und entsprechend ist beim Potenzial, wenn wir noch besser werden wollen, eben
das nicht unbedingt am einfachsten bei der ARA zu holen, sondern eben auch im Netz. Wie gesagt, ich habe es gesagt, dass der Auslöser für dieses Webinar ist dieses Projekt. Hier geht es darum, eine Richtlinie zu erarbeiten, wobei ich hier noch einen Vorbehalt machen muss. Möglicherweise wird dann nicht alles als Richtlinie, nicht Richtlinie-Charakter haben, wird vielleicht gewisse Teile auch die Empfehlungscharakter haben. Aber grundsätzlich gibt es einige Dinge, die wir als Richtlinie hier verankern wollen. Das ist ein Projekt, das am Laufen ist, seit gut einem Jahr, und wo jetzt mal so ein erster Entwurf dasteht. Das Projekt wird von nicht geringerem geleitet, wie Stefan Hasler, also vom Direktor selber, zeigt auch ein bisschen die Wichtigkeit vom Projekt. Das sind, weil es integral ist, versteht sich von selbst, dann eben die verschiedenen CC vertreten, ich als CC-ARA-Vertreter, und dann sind noch verschiedene Ingenieurbüros vertreten, die dann auch substanzielle inhaltliche Arbeit leisten. Das ist eine Arbeitsgruppe, die so funktioniert. Was ist der Inhalt von meiner Präsentation? Ich werde zuerst ein bisschen den Rahmen abstecken von dieser integralen Bewirtschaftung. Dann werde ich auf einen wichtigen Teil eingehen, die Definition des Standes der Technik, jetzt eben in Bezug auf die integrale Bewirtschaftung, ein wichtiger Teil dieser Richtlinie. Dann, wie gesagt, werde ich vor allem auf die ARA fokussieren. Was heißt das nun für die ARA? Was kann diese leisten? Dann wollen wir am Schluss auch wissen, was bringt es. Also wir müssen uns überlegen, wie machen wir die Erfolgskontrolle. Und habe dann zum Schluss, so als Stimulus, 2, 3 Fragen schon mal formuliert, um ein bisschen die Diskussion zu stimulieren. Jetzt, das sind so Bilder. Die sehen, das ist ein Mischwasser überläuft, unschwer zu erkennen. Und wenn man sowas hat, kann man sich fragen, ja, was ist jetzt die Lösung? Lasse ich es einfach so stehen oder mache ich was? Und dann ist die Frage, mache ich das mit Hard- oder Software? Oder ich kann auch sagen, mache ich es mit Beton oder Intelligenz? Und um diese Frage zu beantworten, muss ich eben auch ein bisschen mehr überlegen, als einfach eben ein Regenbecken zu planen, sondern muss mir dann überlegen, gibt es allenfalls Alternativen dazu. Das Ziel der integralen Bewirtschaftung, ich habe es schon angetönt, ist die Verbesserung der Gewässerqualität durch eine optimale Nutzung der bestehenden Infrastruktur. Christian hat es gesagt, die Abwasserinfrastruktur ist grosso modo gebaut. Selbstverständlich gibt es immer noch Orte, wo sinnvoll ist, etwas Neues zu bauen. Aber der Fokus ist sicher so, dass wir auf dem Bestehenden noch Optimierungspotenzial sehen und das eben auch nutzen wollen. Und dieses Bild von der ARE, hier ist sie eben dann wieder grün, das ist so ein sinnbildlich dafür sein, dass wir eben ein sehr großes Interesse an einem hohen Gewässerschutz und einer hohen Gewässerqualität haben. So ein bisschen Subziele, die dazu führen sollen, ist eben, jemand muss das dann auch machen, und das bedingt eben, dass wir entsprechend die Zusammenarbeit haben zwischen den Gemeinden, zwischen regionalen Trägerschaften, und ich lasse hier mal einen Begriff fallen, Vollentsorger, haben vielleicht andere auch schon gehört, also bei der Wasserversorgung kennen wir den Vollversorger, also der macht alles von der Wasserbeschaffung bis zur Verteilung, bis zum Haushalt. Beim Abwasser kennen wir das noch weniger, ich sage es noch, es gibt im Kanton Bern Bestrebungen von Regionen, wo es in diese Richtung geht. Ich stelle mir vor, dass das in Zukunft verstärkt sein wird und das natürlich auch eine ideale Voraussetzung eben ist für seine integrale Betrachtung. Dann eben, ich habe es gesagt, also wir wollen die bestehende Infrastruktur nutzen. Wir sehen hier noch Optimierungspotenzial. Das sehen wir vor allem in sogenannten, ich sage denen mal, inneren Reserven von den bestehenden Anlagen, die wir eben nutzen können. Und was dann eben auch ein wichtiger Aspekt ist, dass wir eben die Gewässer entsprechend ihrer Sensibilität berücksichtigen in einer solchen Betrachtung, sprich, dass wir eben schauen, wo sind die Einleitungen und diese entsprechend auch gewichten können. Was ich hier noch in Klammer schreibe, aber eben doch wichtig ist, der Fokus ist ganz klar auf der Bewirtschaftung bei Regenwetter, also irgendwelche Optimierungen, Tag-Nacht-Ausgleich oder so bei Trockenwetter ist explizit jetzt mal ausgeklammert. Dann, was können Auslöser sein für so eine integrale Betrachtung?
Das können beispielsweise Gewässerschutzprobleme sein, die wir sehen in einem kommunalen Gap, die wir aber nicht lokal lösen können oder nicht sinnvoll lösen können. Oder nur mit exorbitanten Kosten. Oder wir sehen, wir haben Speichervolumina, die nicht genutzt oder nur teilweise genutzt werden und können uns überlegen, ja, was können wir jetzt hier machen, um eben diese Infrastruktur, die da ist, diese Kapazität besser zu nutzen. Meistens geht das eben nicht, wenn wir das nur lokal anschauen. Dann ganz wichtig, wenn der Verbandsgap aktualisiert wird, dann müssen wir uns überlegen, ja, wie schauen wir das Entwässerungskonzept an. Und ein weiterer Auslöser kann sein Aare-Zusammenschlüsse. Dort ist häufiger der Fall, ich muss das Wasser von A nach B bringen. Meistens baue ich dann vielleicht nicht eine eigene Leitung von der aufzuhebenden Anlage an die neue Anlage, sondern ich schließe irgendwo an. Das heißt, ich nutze bestehende Kanalisation, die wird stärker belastet und muss mir dann überlegen, wie kann ich das am besten lösen. Das kann auch so ein Auslöser sein. Und selbstverständlich, ganz wichtig, bevor ich viel Geld in die Hand nehme oder eben Beton verbaue, lohnt es sich natürlich zu schauen, gibt es sinnvolle Alternativen, die mir am Schluss den gleichen oder besseren Gewässerschutz bieten und sogar noch günstiger sind. Das ist eine unvollständige Aufzählung, das sind mal so einige wichtige Auslöser. Dann ist die Frage, wie ist das Potenzial? Da gibt es so ein Tool, das ist von einer DWA-Richtlinie abgeleitet für die Schweiz. PAST heißt das. Ihr seht hier orange hinterlegt, das ist die Webseite schier.ch. Dort ist das Tool auch verlinkt. Man kann das dort anwenden. Das ist grundsätzlich ein ganz einfaches Tool, das anhand von wenigen Fragen, die man beantworten muss, so semi-quantitativ versucht abzuschätzen, wie hoch ist das Potenzial für eine integrale Bewirtschaftung oder eben den Nutzen für eine integrale Bewirtschaftung. Und ihr seht hier so eine XY-Achse. Auf der Y-Achse ist das Potenzial des Einzugsgebiets, also das mal das Einzugsgebiet selber wird beurteilt, und dann auf der X-Achse ist das Potenzial der Infrastruktur, also konkret beim Einzugsgebiet, wenn ich natürlich nur ein sehr kleines Einzugsgebiet habe, ist entsprechend das Potenzial kleiner. Bei der Infrastruktur, wenn ich nur sehr wenige Bauwerke habe, dann ist entsprechend das Potenzial auch klein. Das sind jetzt einfach zwei einfache Fragen. Und was ihr seht, ist in diese verschiedenen Farbtöne, die eben angeben, ob jetzt das Potenzial groß ist. Es ist klar, wenn das Potenzial vom Einzugsgebiet und von der Infrastruktur hoch ist, das ist grün, dann habe ich ein sehr großes Bewirtschaftungspotenzial. Und wenn ich dann im roten Bereich bin, dann habe ich ein geringes Bewirtschaftungspotenzial. Hier wichtig zu sagen, das ist eine sehr grobe Schätzung. Soll mal so einen ersten Eindruck geben, gibt es möglicherweise Potenzial oder nicht, muss dann immer im Detail noch genauer angeschaut werden. Dieses Tool soll jetzt auch im Rahmen vom Projekt ein bisschen weiterentwickelt werden, also dass man eben insbesondere die Gewässer noch etwas stärker in den Fokus rücken kann, eben auch die Sensibilität der Gewässer. Dann ist die Frage, was wir hier machen, ist das Kür oder ist das eben Pflicht? Und Rudi Moser hat mal gesagt in einer Präsentation, ja, er sei Verfahrenstechniker. Also jede seiner Präsentationen, Vorträge muss noch ein bisschen Verfahrenstechnik haben. Und ich sage jetzt mal, ich habe noch einen anderen Hut als kantonale Vollzugsbehörde und komme jetzt halt doch noch mit einigen Gesetzesartikeln. Also grundsätzlich, das wissen wir alle, die Gewässerschutzgebung, da steht nirgends explizit, es muss eine integrale oder dynamische Bewirtschaftung des Gesamtsystems gemacht werden. Aber es gibt doch einzelne Anforderungen, die eben grundsätzlich eine Grundlage darstellen, die in diese Richtung gehen. Also zum Beispiel im Anhang von der Gewässerschutzverordnung gibt es Anforderungen an Mischwasserentlastungen. Also das heißt, die Vollzugsbehörde legt eben diese fest. Typischerweise werden die heute im GEP erarbeitet und mit der GEP-Genehmigung werden die festgelegt. Dann ist die integrale Bewirtschaftung als Teil von der GEP-Nachführung verankert. Und
Ich habe es erwähnt, das ist ein wichtiger Auslöser, die Nachführung oder Aktualisierung des Verbandsgaps. Und dort ist ja der VSA dran, in einem anderen Projekt das Musterpflichtenheft zu überarbeiten. Und dort wird die integrale Bewirtschaftung Eingang finden. Das wird dort stärker betont werden. Und dann gibt es noch so eine Anforderung für den fachgerechten Betrieb. Und da gibt's zum Beispiel die Anforderung, man muss Abweichungen vom Normalbetrieb feststellen. Da kann man aus dem natürlich ableiten, das muss ich muss ja, um das feststellen zu können, muss ich das messen oder muss ich irgendwie das kontrollieren. Das heißt, ich muss ein Monitoring haben und bei der Kläranlage kennen wir das, aber jetzt im Netz ist das vielleicht noch weniger verbreitet, aber hier ist eigentlich die Anforderung gegeben und es ist nicht nur Abwasserreinigungsanlagen, sondern es sind alle Abwasseranlagen gemeint. Und dann muss ich alle verhältnismäßigen Maßnahmen zur Verminderung der Mengen der abzuleitenden Stoffe treffen und wenn ich alle verhältnismäßigen Maßnahmen eigentlich, um zu wissen, was sind alle verhältnismäßigen Maßnahmen, muss ich eigentlich die kennen und da reicht es eben nicht nur lokal zu schauen, sondern muss im Prinzip auch das ein bisschen gesamtheitlich anschauen. Und dann muss ich gemäß minimalen Geodatenmodell muss ich eine Meldung machen über den Betrieb, muss Daten liefern. Also hier gibt es doch einige Grundlagen, die heute schon gesetzlich verankert sind, die unterschiedlich gelebt werden oder zum Teil noch weniger, aber die eigentlich einige die Grundlage eine Basis geben, um eben in diese Richtung das auch zu verlangen. Also insofern die Frage kann man ein bisschen offen lassen, aber es gibt da durchaus einige Pflichtteile drin, sage ich mal. Jetzt, ich habe es gesagt, ich komme zum Stand der Technik. Das ist ein wichtiger Teil dieser Richtlinie. Und wenn wir jetzt hier wieder dieses Gesamtsystem anschauen, ich fange jetzt hier an mit der ARA, dann ist ein Stand der Technik, den wir definieren wollen, ist die optimale Ausnutzung der hydraulischen und biochemischen Kapazität der Kläranlage. Und hier, so dargestellt, hier rütteln wir an diesem 2QTW. Sage ich mal, wie auch immer dieses 2QTW berechnet werden muss oder soll. Aber hier geht es eben darum, ist das wirklich sinnvoll, dass jederzeit genau 2QTW über die Kläranlage genommen wird oder können wir da eben noch mehr machen? Dann das Zweite ist, dass man eben die statischen Weiterleitmengungen von den Sonderbauwerken im Rahmen vom GEP optimiert, das ist ein Stand, das wird heute gemacht, im Rahmen von GEP wird das angeschaut und entsprechend angepasst, wenn es nötig ist. Dann ein weiterer Punkt ist die koordinierte Entleerung von den Regenüberlaufbecken. Natürlich, das macht nur dann Sinn, wenn ich mehrere Regenbecken in Serie habe, aber das ist oft der Fall. Hat man das Gefühl, sollte selbstverständlich sein, ist es aber noch nicht. Dann gehen wir weiter, dann geht es in die dynamische Regelung der Sonderbauwerke rein. Das setzt natürlich voraus, dass ich überhaupt ein Potenzial habe im Einzugsgebiet. Das ist klar, aber hier geht es dann eben darum, dass ich eben die Weiterleitmengen nicht nur statisch habe, sondern dass ich eben diese dynamisch verändern kann, in Abhängigkeit vom Systemverhalten oder von den Regenereignissen. Und dann ein weiterer Punkt ist, dass ich eben das Gewässermonitoring mache bei der Mischwasserentlastung und hier explizit, hier geht es eben um die Funktionskontrolle. Also hier schaue ich nicht, mache ich nicht eine detaillierte Untersuchung des Gewässers, sondern hier geht es in erster Linie darum, zu schauen, funktionieren meine Sonderbauwerke. Ich komme später noch darauf. Und dann der sechste Punkt für Stand der Technik ist dann eben, ich möchte auch die Erfolgskontrolle standardisieren, ich möchte sehen, was passiert, dass ich entsprechend eben eine jährliche Auswertung und ein Reporting machen muss. Gut, jetzt komme ich Fokus auf die ARA und da sehe ich eigentlich sehen wir zwei Rollen für die ARA in diesem Ganzen drin, in dieser integralen Bewirtschaftung. Das erste ist die ARA, ich sage jetzt mal, als Zentrale von der Siedlungsentwässerung. Und ich habe hier ein schönes Bild
von so einer Leitwarte, von einer ARA. Ich habe mir dann sagen lassen, dass im Werdhölzli keine Röhrenmonitore mehr gebraucht werden. Aber mir gefällt das Bild und selbstverständlich sehen die ARAs heute so aus. Die meisten, respektive, da sind Tablets unterwegs, also da sind wir weiter. Entsprechend haben wir hier so ein Schaltzentrum. Das Zweite ist, wir wollen die ARA-Kapazität bestmöglich ausnutzen. Wenn ich jetzt auf die erste Rolle, auf das obere gehe, dann ist klar, wenn wir die Regenbecken koordiniert entleeren möchten, ich habe hier so ein Schaltbild, das ist also am Netz in der Nähe des Bielesees, ein Teileinzugsgebiet von der ARA Biel. Da gibt es verschiedenste Regenbecken und die muss ich koordiniert entleeren. Das wird typischerweise wird das über die ARA gemacht. Das Zweite ist, ich habe es erwähnt, ist diese Funktionskontrolle. Und da gibt es ein Modul Gewässeruntersuchung, das noch nicht publiziert ist. Das ist, ich weiß nicht genau, wie der Stand ist. Das war eine Vernehmlassung als ein Untermodul von der Regenwasserrichtlinie, wo es eben darum geht, wie schaue ich die Gewässer an. Da gibt es eben zwei Stufen und die erste Stufe ist eben diese sogenannte Funktionskontrolle mit dem Ziel zum Erkennen von Funktionsstörungen. Und das ist eben etwas, das nicht Gewässerbiologen so machen, sondern das ist eben das, was eben Betriebspersonal machen kann. Und idealerweise ist das professionelle Personal auf einer ARA, die das machen kann, mit der Idee, dass man eben 2 bis 4 Mal alle diese Einleitstellen eben anschaut, wo Mischwassereinleitungen stattfinden, um eben zu sehen, ob diese Sonderbauwerke, die Regenüberläufe, die Regenüberlaufbecken korrekt funktionieren. Dann das Zweite ist die Kapazität der ARA und das wisst ihr alle, da kennen wir verschiedene Verfahren. Sind jetzt mal die wichtigsten mal aufgezeichnet auf der Y-Achse, also das konventionelle Belebschlammverfahren, dann den SPR, dann das Hybrid oder sogar Ganzwirbelbett, dann den Biofilter und noch die Membranbiologie. Und rechts ganz kurz, wie schätzen wir das Potenzial ein, dass eben hier eine mögliche hydraulische Überlastung oder eben eine stärkere hydraulische Belastung möglich wäre. Beim konventionellen haben wir die Entkopplung von Biologie und Nachklärung. Daher ist hier sicher das größte Potenzial vorhanden. Beim SPR haben wir diese Entkopplung nicht. Das heißt, das Potenzial ist schon ein bisschen eingeschränkter. Dann beim Hybrid Wirbelbett haben wir eigentlich das Potenzial. Dort haben wir aber ein bisschen die Gefahr von den Engpässen, dass diese Trägermaterialien eben zurückgehalten werden können von Verstopfung. Beim Biofilter sind wir hydraulisch limitiert, auch ein bisschen schwieriger und bei der Membran natürlich genau das Gleiche. Auch dort haben wir starke hydraulische Limitierungen, wo das Potenzial schwieriger ist. Es liegt auf der Hand, die konventionelle Belebschaumbiologie hat wahrscheinlich das größte Potenzial. Glücklicherweise sind auch die meisten ARAs in der Schweiz Belebschlammanlagen, wir sprechen etwa von 80% und hier ist auch der Fokus jetzt von den nächsten Überlegungen. Ich habe es gesagt, innere Reserven und da haben wir so eine Kategorisierung vorgenommen. Also wir sprechen mal von statischen Reserven und da unterscheiden wir zwischen Reserven rein Kapazität oder Reserven, die allenfalls durch die Saison gegeben sind, die dann eben nicht im ganzen Jahr gleich sind. Und dann sprechen wir von dynamischen Reserven, das sind dann kurzfristiges Ausreizen von möglichen Reserven. Wenn wir jetzt anschauen, was heißt statisch Kapazität, dann heißt das typischerweise, wenn ich eine Kläranlage ausbaue, dann baue ich die auf eine Dimensionierungsbelastung, die ich aber zum Zeitpunkt von der Fertigstellung des Ausbaus noch nicht erreicht habe. Das heißt, ich habe dort Reserven, die ich grundsätzlich nutzen kann. Das heißt, ich kann diese Reserve grundsätzlich nutzen, um eben
solange die Belastung nicht die Dimensionierungsbelastung erreicht hat, dass ich eben entsprechend hydraulisch da etwas machen kann. Dann das zweite von den statischen Reserven, die saisonalen. Da wissen wir alle, im Sommer haben wir erhöhte biologische Kapazität und heißt das, ich hab theoretisch die Möglichkeit, dass ich dann eben, wenn ich erhöhte biologische Kapazität habe, typischerweise in den Sommermonaten, ein Potenzial hätte für erhöhte hydraulische Belastung. Und dann bei den dynamischen, da ist es natürlich sehr entscheidend, wie sind die Reserven in der Nachklärung. Ich muss ausreichend Platz haben vom Schlammbett her. Ich muss den Rücklaufschlamm schnell aktivieren können, dass ich den wieder zurückbringe. Also hier geht es um ein Ausreizen des Prozesses und eben um sehr kurzfristige Erhöhung des maximalen ARA-Zuflusses. Man darf auch nicht vergessen, häufig sind ja Ereignisse, die zu Entlastungen führen, je nachdem zu kritischen Entlastungen, weil es sehr trocken ist, die sind sehr kurze, können sehr kurze Ereignisse sein, wo das eben trotzdem interessant sein könnte. Ich gehe jetzt dann auf diese ein, also wie sieht nun so ein Maßnahmenkatalog für die ARA aus? Ich habe es gesagt, also all diese Möglichkeiten, die basieren hauptsächlich auf diesen inneren Reserven und auf dieser Abbildung ist ein bisschen zusammengestellt, was heißt es das, wenn wir die hydraulische Belastung erhöhen. Beim Vorklärbecken ist klar, die Aufenthaltszeit wird geringer, was konsequenterweise zu weniger Sedimentation führen kann. Das führt zu höherer Belastung in der Biologie, das führt letztlich dann zu mehr Schlammproduktion und das setzt mir das Schlammalter runter, wenn ich mit dem Schlamm nicht hochfahren kann. Ich kann das prozesstechnisch anpassen, indem ich die Schlammkonzentration reduziere, damit einhergeht, aber konsequenterweise dann das Schlammalter, das zurückgeht. Beim Nachklärbecken ist wie beim Vorklärbecken, ist klar, wird die Aufenthaltszeit kürzer, ich habe weniger Sedimentation. Das kann dazu führen, dass ich dann mehr Schwebstoffe verliere im Ablauf. Mit dem muss ich irgendwie umgehen können. Und wenn ich jetzt diese drei Kategorien reingehe von den Reserven, das war das erste, ist Kapazität. Und da geht es eben darum, die Dimensionierungsreserven zu nutzen. Und ich habe hier noch ein weiteres Papier, das zurzeit auch noch in Erarbeitung ist, das Thema funktionssichere ARA. Und da wird ja unter anderem so ein Grundsatz festgelegt, im Prinzip lässt sich zur Redundanz oder das Konsequenzen hat auf die Redundanz und was muss ich auf der ARA leisten können, wenn ich ein außerordentliches Ereignis habe, was muss nach wie vor garantiert werden. Und da gibt es mal so einen Ansatz, dass eben sagt, dass ich jederzeit auch bei außerordentlichen Ereignissen 75% von Qmax über die Anlage führen muss. Und selbstverständlich werden da hier noch den Einzelfall erwähnt, aber wenn man das weiter spinnt, bedeutet das, dass da natürlich wahrscheinlich schon gewisse Reserven geschaffen werden müssen, wenn man das so konsequent dann durchziehen müsste. Und das heißt auch, das sind Reserven, die ich habe, die ich eben dann eben intelligent nutzen kann. Dann die saisonalen Reserven. Hier ist so eine Zusammenstellung, wo wir probiert haben. Ihr seht hier so einen Jahresgang, Januar bis Dezember und dann verschiedene Parameter. Und grün heißt dann eben, ja, das ist gut, da hat man keine Probleme. Und rot, da kann es zu Problemen führen, wenn wir die maximale Wassermenge auf der ARA eben erhöhen. Wie gesagt, hier sprechen wir nach wie vor vom klassischen Belebschlammverfahren. Und ihr seht jetzt hier, also dass man sieht im Prinzip im Sommer, in Sommermonaten, Juni, Juli, August, September, da ist praktisch alles auf grün. Und das sagt eben, dass wir eben der Meinung sind, dass man eben in diesen Monaten, eigentlich sind die Voraussetzungen da, dass man grundsätzlich die Kapazität hätte in den meisten Fällen, dass man hydraulisch mehr auf die Anlage nehmen kann als den statischen Dimensionierungszufluss.
Nur hier gibt es gewisse Wolken am Himmel, sage ich mal. Das wisst ihr wahrscheinlich auch alle. Aktuell sind ja verschiedene Motionen auf nationaler Ebene, die die Abwasserreinigung betroffen, im Parlament. Und die eine Motion, die fordert ja, die Stickstoffeinträge zu reduzieren. Und da dürfen wir doch schon noch vergessen, wenn wir hier neue Anforderungen bekommen, dann haben wir hier natürlich einen Zielkonflikt, wenn wir dann im Sommer sagen, wir müssen einfach, weil häufig haben wir identifikationsmäßig Anforderungen, die nicht so hoch sind, entsprechend können wir uns dann im Sommer das leisten, dass wir uns stark auf die Identifikation konzentrieren, was eben dann erlauben würde, eben mehr Wasser über die Anlage nehmen. Wenn wir aber auf der Stickstoffelimination hohe Anforderungen haben, dann könnte das eventuell zu einem Zielkonflikt führen. Das wissen wir noch nicht, was hier auf uns zukommt. Dann noch zu den kurzfristigen Reserven, die dynamischen hier, das ist dann wirklich, das ist ziemlich dann sophisticated. Ich habe es gesagt, hier geht es wirklich um kurze hydraulische Spitzen von vielleicht einer halben Stunde bis zu einigen Stunden. Das ist klar, also hier, das bedingt erweiterte Messtechnik. Ohne Online-Analytik sind wir hier verloren. Wir müssen die Reaktionszeiten massiv verkürzen können und das Ganze muss natürlich anhand von Modellierung oder eben auch Pilotversuchen muss das getestet werden. Also hier gehen wir dann wirklich an die Grenze und das ist klar, ein Schlammverlust, also etwas muss auf jeden Fall verhindert werden, darf nicht das Ziel sein. Dann gibt es noch andere Ideen, auch bekannt, oder die auch kombiniert werden, die Teilstrombehandlungen. Da werden grundsätzlich zwei grob Ideen diskutiert. Das erste ist, ich umfahre die Vorklärung. Die Idee ist klar, ich möchte nicht, wenn so ein Sommergewitter kommt, dass das hochkonzentrierte Abwasser aus der Vorklärung in die Biologie stoßen. Also ich möchte eben diesen Impuls brechen, indem ich dann eben mit dem hydraulischen Stoß außen rum fahre. Das bedeutet aber natürlich eine hydraulische Belastung dann auf die Nachklärung und das muss natürlich möglich sein, dass ich das so machen kann. Ich muss auch entsprechend natürlich eine Schlammhalterreserve haben. Die zweite Möglichkeit, die diskutiert wird, ich umfahre auch die Biologie mit der Idee, dass ich eben doch die Gussabscheidung des Nachklärbeckens nutzen kann. Ich kann dann auch eine leichte Perlimation durch eine gewisse Restfällung erreichen. Ich kann möglicherweise noch ein bisschen CSB adsorbieren an Schlamm. Nur sehen wir jetzt hier, dass der Effekt im Verhältnis zum Risiko, das ich hier einbringe, auf einen möglichen Schlammabtrieb, dass ein Missverhältnis ist. Und wir sehen jetzt hier, empfehlen das nicht weiter zu verfolgen. Dann ein Punkt ist, was sind die Auswirkungen auf die Spurenstoffelimination? Da gibt es diese VSA-Empfehlung, die gibt es schon lange. Wir kennen hier den Grundsatz, dass die Spurenstoffstufe grundsätzlich gleich wie die biologische Stufe ausgelegt werden. Also der Grundsatz ist die Vollstrombehandlung auf der EMV. Und hier könnten wir natürlich in Konflikt kommen mit der Anforderung von 80%, weil wenn wir natürlich mehr Wasser dann über die Anlage nehmen, dann möglicherweise diese 80% nicht mehr zwingend erreichen. Wir haben hier einen Vorschlag mal gemacht, dass wir sagen, ja, dass wenn wir mehr Wasser über die Anlage nehmen als die Dimensionierungswassermenge, dann muss die zusätzlich eingeleitete Fracht eben für diese 80% Elimination Anforderung nicht berücksichtigt werden. Das ist, haben wir auch schon mit dem BAFU diskutiert. Ich weiß nicht, ob Damian sogar dabei ist. Grundsätzlich ist da eine gewisse Offenheit signalisiert worden. Allerdings nicht, dass man das direkt so machen kann, dass man dann im Prinzip einfach nachweisen muss über das ganze Einzugsgebiet, dass eben die Eliminationsleistung nicht schlechter wird durch das.
Wie sieht die Umsetzung aus oder wie könnte die aussehen von den Maßnahmen? Ich beginne mit der Analyse von den Betriebsdaten, vergleiche die mit der Dimensionierungswassermenge, wo stehe ich, nehme ich wirklich so viel Wasser, wie auch der dimensioniert ist. Dann im nächsten Schritt mache ich eine Überprüfung der hydraulisch limitierten Anlageteile im Netz und auf der ARA. Dann auf der ARA die Engpassanalyse verfahren. Da muss ich schauen, was habe ich für Kapazitäten. Dann allenfalls muss ich die Messtechnik erweitern. Da braucht es allenfalls gewisse Anpassungen, je nachdem Pilotversuche, Modellierung. Und dann am Schluss kann ich dann, wenn ich weiß, was ich will, die entsprechenden steuerungstechnischen Anpassungen machen auf das Gesamtsystem. Jetzt in diesem Fall ist es angegeben, die Sommermonate für eine saisonale Kapazitätsausnutzung. Und dann, ich habe es gesagt, irgendwie müssen wir dann schauen, was da passiert. Erreichen wir das, was wir wollen? Und so dieser Jahresbericht, ich sage jetzt einmal Abwasserentsorgung, den gibt es ja noch nicht. Ich denke, wir sind auf seitens Abwasserreinigung sehr, sehr gut dokumentiert. Da wissen wir sehr, sehr gut. Da gibt es Jahresberichte, die sehr bis ins Detail gehen. Im Netz ist das noch weniger der Fall. Und dann die Kombination natürlich von beiden noch weniger. Und wie könnte jetzt so ein Jahresbericht aussehen? Ist ein stärker Fokus im Netz. Das sind jetzt hier mal so Ideen, Vorschläge. Da steht noch kein konkreter Vorschlag aus dem Projekt raus. Also beispielsweise, dass man eben die Entlastungscharakteristiken pro Regenbecken angibt, also sprich, wie viel Überlaufdauer pro Jahr, allenfalls Menge, Häufigkeit, diese Kennzahlen. Dann hier dargestellt, dass ich eine Datenanalyse mache über das ganze Jahr. Also das ist jetzt ein halbes Jahr dargestellt, die Füllgrad vom Becken, dass ich sehe, wie funktionieren die Becken. Dann den maximalen Durchfluss für jedes Becken, also die Weiterleitmengen. Dann, wie viele Einleitstellen habe ich untersucht bezüglich Gewässerzustand, gemäß minimalen Gärdatenmodell. Dann das, was ich vorhin erwähnt habe, wie ist die Anzahl Funktionskontrollen und den Einleitstellen, den Blick ins Gewässer, eben diese sehr einfache Kontrolle. Dann beispielsweise eine Häufigkeitsverteilung Zulauf-ARA, wie sind diese Zuläufe in der Kläranlage. Dann haben wir ein Ziel formuliert für den Anteil entlasteter Stofffracht, das ist Ammonium, das Ziel kleine 2% der gesamten Stofffracht soll über die Innenstraßenentlastung entlastet werden. Das als Kennzahl, dann Anzahl Überschreitungen der ARA-Einleitbedingungen als mögliche Kennzahl, da hier in Klammer, wenn wir dann noch zu den privaten Anlagen gehen, ZBA heißt Zustandsaufnahme der privaten Abwasseranlagen, das sind namentlich Hausanschlüsse, das können aber auch im landwirtschaftlichen Bereich können das Kühlegruben sein oder sonst private Abwasseranlagen, Versickerungsanlagen, das könnte auch noch etwas sein. Dann im Unterschied zu den Kläranlagen sind wir im Netz natürlich viel stärker der Witterung ausgesetzt, sage ich mal. Also ein nasses Jahr hat ungleich größere Auswirkungen im Netz als auf der Kläranlage, auf die Performance. Deshalb macht es natürlich Sinn, nicht nur ein Jahr, jedes Jahr einzeln anzuschauen, sondern eben auch ein mehrjähriges Reporting zu machen, beispielsweise über den Fremdwasseranfall oder die Niederschlagsmenge, dass wir eben sehen, wie war das ein nasses Jahr, ist das eine nasse Phase. Auch die ARA-Einleitbedingungen wollen wir sehen, über mehrere Jahre. Die Mischwasserentlastungen, Dito, auch die Entlastungsdauer pro Rüb beispielsweise, über mehrere Jahre. Dann die Funktionskontrollen, also ihr seht, das sind verschiedene Aspekte, die wir auch jährlich anschauen, aber eben über auch die Jahre sehen wollen. Dann gibt es weitere Dinge, die man allenfalls aufnehmen können. Hier gehen wir jetzt eben in die privaten Anlagen. Hier ist insbesondere das Thema natürlich Fremdwassereintritte, die möglich sind.
Genau, ich gehe jetzt hier nicht im Detail nochmals drauf ein. Das ist noch so eine Frage. Wie sieht nun der Fahrplan aus? Ich habe gesagt, wir sind mittendrin. Wir haben jetzt eine nächste Arbeitsgruppensitzung nächste Woche, wo wir verschiedene Dinge, die jetzt im Entwurf ergänzt wurden, diskutieren werden. Und die Idee ist dann, wenn wir dann den Entwurf so weit haben, dass wir finden, so jetzt ist eine Version, die wir in die Vernehmlassung geben wollen, wird das selbstverständlich in die Vernehmlassung gehen. Aber wie gesagt, dieses Webinar soll eben jetzt auch schon mal Gelegenheit geben, so einmal einen ersten Eindruck zu geben für das, was wir uns bisher ausgedacht haben, Fokus, ARA, die wir eben dann auch aufnehmen können. Da komme ich jetzt zum Schluss. Ich habe mir mal einige Fragen formuliert, so als Stimulus. Selbstverständlich bin ich dankbar für allen Input, den ihr geben könnt. Ich habe mir mal überlegt, ja, wie seht ihr, ist das dieses Rollenbild, das ich versucht habe aufzuzeigen, teilt ihr das? Wie schätzt ihr überhaupt das Potenzial aus Sicht der Kläranlagen ein? Und dann vor allem auch, nimmt mich Wunder, was braucht es, dass dieses Potenzial dann effektiv auch genutzt werden kann. Damit wäre ich mal am Ende und gebe zurück an die Regie. Vielen Dank, Reto, für diesen interessanten Vortrag. Genau, ich würde gerade gern, es sind schon ein paar Fragen reingekommen. Ich glaube, man sieht einen ganzen Bildschirm übrigens. Ich denke, wir können da gerade ansetzen und mal zuerst mit diesen Fragen beginnen und dann komm ich gern noch auf die Fragen, die du gestellt hast, nochmals zurück. Genau, Jörg Ringwald fragt, du hast schon ein bisschen was gesagt dazu bei den saisonalen Reserven mit der Stickstoffelimination, oder wenn du die Hydraulik erhöhst, hast du natürlich an anderen Orten Abstrichen. Wie siehst oder sieht das Projektteam das? Wurde das diskutiert? Also eben diese Gewitterwolke, die habe ich jetzt einfach mal nach eigenem Gutdünken eingefügt. Die haben wir im Projektteam noch nicht diskutiert. Aber eben, das ist ganz klar, ich sehe hier einen klassischen Zielkonflikt, dass wir dann eben im Sommer sagen, wir nutzen diese Kapazität, die wir haben, auf Kosten der Identifikation, sage ich mal. Wenn wir das machen, dann haben wir möglicherweise dann eben ein Problem, wenn wir jetzt mit stärkeren oder höheren Anforderungen bezüglich Stickstoffelimination konfrontiert würden. Ja. Wer löst dieses Problem? Die ARA selber, der Kanton und Aufsichtsbehörde? Lassen wir die Motion nochmal weg, wo noch ein bisschen Zukunftsgewitter ist. Aber wenn wir jetzt den Ist-Zustand anschauen, diesen Sommer. Also wer löst das Problem? Ja, kann ich meinen Q-Max erhöhen und freiwillig sagen, ich reduziere zum Beispiel meine TS-Fracht, dann habe ich mehr Kapazität für die Hydraulik, ich habe eine SBR-Anlage, aber ist beim Belebstammverfahren grundsätzlich das Gleiche. Fahre meinen Schlammhalter runter, kann dann aber nicht mehr denitrifizieren. Ich habe keine Einleitbedingungen bezüglich Denitrifikation in Uster. Ich könnte das machen von den Einleitbedingungen her. Was mache ich jetzt? Ja, also ich meine, so ein Konzept, also es ist nicht die Idee, dass einfach die ARA findet, okay, ich mache jetzt im Sommer, nehme ich mehr Wasser. Also das Ganze muss ja eingebettet sein in eine solche Gesamtbetrachtung. Und in dieser Gesamtbetrachtung muss ja dann eben rauskommen, dass es sinnvoll ist, aus gewässerökologischer Sicht, dass es sinnvoller ist, eben mehr Wasser im Sommer über deine Anlage zu nehmen, auf Kosten zu ein bisschen mehr Nitrat, das ich dann eben rauslasse. Und dieses Konzept, das muss ja dann auch von der Vollzugsbehörde so freigegeben werden, so genehmigt. Also das. Gut, danke. Das braucht es schon, ja. Jörg, ich würde dir gerade das Wort für die zweite Frage noch überlassen. Ich habe das mit Reto im Vorfeld nämlich diskutiert. Wir sind auch an dem Prozess in Uster zu definieren, was ist überhaupt die richtige Ausbauwassermenge. Und eine Idee, die ja immer wieder auftaucht, ist, ich könnte, sofern es von der Hydraulik, also ich meine jetzt die Kanäle, oder? Die müssen das Wasser noch transportieren können vom Zulauf bis in den Ablauf, aber wenn das möglich ist,
könnte ich ja versucht sein, mehr Wasser über die Ara zu laufen zu lassen, wenn dann irgendwann nicht die Einleitbedingungen zuschlagen würden. Mhm. Jetzt könnte es ja aber sein, dass es im Sinne vom Gesamtsystem durchaus besser wäre, dass die Überlaufrachten tiefer sind, wenn ich halt sage, bei der Ara laufen dann nicht mehr 2 Milligramm Ammonium raus, sondern 3 Milligramm Ammonium, dafür habe ich vorne keine Mischwasserentlastung. Wenn ich das aber mache, bekomme ich einen Jahresbericht nicht erfüllt. Genau. Aus Eigeninteresse mache ich das nicht, wenn ich jetzt nur die Kappe Betriebsleiter Ara anhabe und keinen bösen Brief von den kantonalen Behörden haben will. Ja, volles Verständnis für dich, würde ich auch nicht machen. Und ich kann dir sagen, wir haben die Frage auch dem Bund, dem BAFU gestellt. Und hier haben wir natürlich schon noch einen gewissen Zielkonflikt. Wie du richtig sagst, ist es möglicherweise sinnvoll, dass ich sage jetzt mal 3 Milligramm Ammonium bei der ARA rauslasse und dafür massiv weniger Mischwasserüberläufe dann dafür habe. Das kann sein. Hier haben wir noch ein gewisses Problem. Ich meine, Fakt ist, heute schon, du musst ja nicht die 2 Milligramm in jedem Fall einhalten. Du hast ja die Möglichkeit, an gewissen Tagen das machen. Aber ich verstehe dich natürlich, sagst, ich bin nicht bereit, hier noch mehr Risiko zu nehmen für einen Benefit, dass ich dann am Schluss ein Rotstift bekomme vom Kanton, der mir sagt, du hast hier nicht erfüllt. Ja, also hier haben wir noch eine gewisse Schwierigkeit. Also das ist so. Ja. Gut, ich möchte vielleicht nachher, mache ich dann ein Mikrofon in den Stuhl, aber stumm, zu den hydraulischen Reserven einfach eine Erfahrung aus der Praxis. Wir reden jetzt von verfahrenstechnischen Reserven, oder könnte mein System Biologie nach Kleiwecken noch 10%, 20% mehr Abwasser verkraften? Das Problem sind sehr oft die Kanäle dazwischen. Wenn ich eine Anlage für 800 Liter pro Sekunde baue und der Hydrauliker dimensioniert halt die Kanäle auch auf 800 Liter pro Sekunde, dann nützen die schönen verfahrenstechnischen Reserven nichts, weil ich bringe mein Wasser nicht durch die Kanäle. Also wenn man das machen will, dann muss man eigentlich bei der Gerinnehydraulik von Anfang an eine Reserve von, ich weiß es auch nicht, x% einbauen, dass ich dann überhaupt die Möglichkeit habe, das zu machen. Mhm. Ja, danke für den Hinweis. Das ist wahrscheinlich bei meinem Referat ein bisschen zu kurz gekommen, aber das ist natürlich diese hydraulische Engpassanalyse, die ich machen muss. Und das ist natürlich nicht nur die Becken, und das ist genau wie du sagst, also ich muss das Wasser überhaupt durch die Anlage dann bringen. Das ist so, ja. Gut, vielen Dank. Wir hatten noch eine Frage im Chat, und zwar hast du Reto mal gezeigt, dass es die Idee gibt, die Vorklärung zu umfahren bei Regenwetter, um diesen Schmutzstoß abzufangen oder abzumindern. Die Frage war, ob der Sandfang auch umfahren würde oder ob der, weil halt bei, das ist natürlich so, wenn es ein Schmutzstoß kommt, ja, der bringt in der Regel einen Haufen Material mit. Mhm. Und auch Rechen und Sand, also der Rechen wird dann auch stark belastet. Mhm. Ja, das müsste man anschauen. Also grundsätzlich, konzeptuell würde ich sagen, muss ich den Sandfang und den Echen nicht umfahren. Also im Gegenteil, wäre natürlich gut, ich könnte den weiterhin nutzen. Weil mir geht es ja darum, dass ich eben dieses hochkonzentrierte Abwasser von der Vorklärung nicht ausstoße. Vom Volumen, denke ich, ist der Sandfang dann kleiner, weniger kritisch, aber ja, aber auch hier ist dann die Frage hydraulisch, was ist möglich und was nicht. Ja. Ja. Gut, vielen Dank. Reto, könntest du allenfalls deine letzte Folie mit den Fragen nochmals einblenden? Kann ich gerne probieren. Die erste Frage war ja, teilt ihr das Rollenbild der ARA, also die ARA quasi als Zentrale der Siedlungsentwässerung, die dann die beispielsweise die Beckenentleerung koordiniert, macht das Sinn oder gibt es da Rückmeldungen aus dem Publikum? Ich wage es jetzt mal als Gemeindevertreter. Das macht absolut Sinn. Also ich komme von der Stadt Luzern, Miriam Asanger, und es ist essentiell wichtig, wir haben das auch kürzlich gemacht, also wenn neue Prozessleitsysteme integriert werden in den Kanalnetzbetreibern, bei den Gemeinden,
dass man wirklich von Anfang an sich überlegt, welches Prozessleitsystem ist auf der Kläranlage unterwegs, wo ist die Hauptstation, damit eine solche Regelung überhaupt ermöglicht wird. Und das ist eine essentiell wichtige Grundlage dazu. Wichtig scheint mir, gerade weil Beziehungen zwischen Kläranlage und Netzbetreiber sind nicht immer perfekt. Wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Mitglieder, die da mitreden und auch unterschiedliche Interessenlagen. Und deswegen ist eine vermittelnde Rolle von einem übergeordneten Gremium, gerade zum Beispiel eine kantonale Fachstelle, extrem wichtig. Vielen Dank. Gibt es weitere Meldungen dazu? Ja, vielleicht eine kleine Meldung aus St. Gallen. Markus Dresch hätte sich da auch melden müssen. Er hat ja schon verschiedene solche Optimierungen im Netz programmiert oder auch umgesetzt mit Leuten. Wir haben jetzt bei uns fast 2000 Kubik Regenbeckenvolumen gespart mit dieser Optimierung von einzelnen Becken, die aufeinander abgestimmt sind. Zudem auch Pumpleistungen reduzieren können, weil es macht ja keinen Sinn, vor der Kläranlage zu entlasten und im Netz pumpe ich das Abwasser noch in der Gegend rum. Und ich glaube, da hat es einiges an Potenzial. Und da gibt es auch in der Schweiz einige Beispiele. Genau, es gibt ja auch eine Beispielsammlung. Reto, weißt du, ist die schon fertig? Ich habe ja gerade den Überblick nicht. Genau, ich habe auf der Folie dort bei diesem Tool passt, diese Home, sie sind auf der Homepage schier. Jetzt komme ich ins Stottern, das ist Französisch Gestion Integral. Integral, ne? Sorry, Luca. Genau, also das ist gire.ch. Die ist online, Deutsch, Französisch, und dort sind mittlerweile, glaube ich, etwa 6, 7, 8 Beispiele drauf. Ja. Genau, aber Hans-Peter, du hast mir gerade einen Steilpass gegeben, oder? Ich habe verstanden, was ihr jetzt gemacht habt, das ist eine Optimierung des Netzes, indem ihr da intelligenter die Regenbecken steuert und entleert oder pumpt. Ja, okay. Grundsatzfrage, oder? Das, was jetzt Reto vorgestellt hat, ist das sinnvoll? Ist es auch sinnvoll, dass die Kläranlage da mehr schluckt? Also da kann ich jetzt ein Kränzchen unserem Kanton winden. Also bei uns ist es gang und gäbe, dass wir 4-mal Trockenwetter über die Kläranlage laufen lassen können. Und das Problem ist nicht einmal diese 2 Milligramm Ammonium, sondern das Problem ist die Reinigungsleistung, weil im Regenfall habe ich dann 0 Belastung, die reinkommt, weil es schon so verdünnt ist, und dann kriegst du einfach nicht mehr die Reinigungsleistung hin. Und da, so vernünftig ist der Kanton. Also nur so als Hinweis zu Jörg. Danke, gibt es weitere Meldungen? Wer macht schon so etwas? Gibt's Roche hat noch die Hand gehoben. Oh, ja, Roche. Ja, Roche von Winterthur, ja. Bei uns ist es ja nicht eine Frage, auf das zurückzukommen, von wo aus muss das System gesteuert werden. Ich glaube, es geht wirklich um die integrale Betrachtung, die gemacht werden muss, und zwar konsequent. Es muss auch auf das Gewässer abgestimmt werden, wo gescheiter entlastet wird oder nicht. Es kann durchaus sein, dass eine Entlastung vor der Kläranlage eventuell sinnhafter ist, als höher belastetes Wasser im Auslauf der Kläranlage zu haben. Kommt ein bisschen darauf an, welche ökologischen Gebiete in der Nähe sind. Ist nicht eine Frage der Steuerung oder von wo aus es koordiniert wird, sondern es kommt darauf an, wer hat welches Know-how und wie ist das verteilt. Wenn wir Kanal- und Kanalaufbauwissen fundiert auf der Kläranlage haben, ja, dann ist vielleicht die Kläranlage das Zentrum, um das Ganze zu steuern. Ist das Know-how aber auf 2 Fakultäten verteilt,
denke ich, muss die Netzsteuerung durchaus vom Netz gemacht werden, weil die kennen den GEB, die kennen die heiklen Stellen im Gewässersystem etc. Das Know-how ist nicht unbedingt zwingend auf der ARA vorhanden. Das wollte ich noch einbringen auf das Votum, das von Luzern kam. Ja, danke für den Hinweis. Ja, jo, es gibt Wortmeldungen zuhauf. Martin. Ja, hallo. Für mich steht und fällt eigentlich das Ganze, aber auch mit den Abflussdrossel-Vorrichtungen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir doch einige Male Ausfälle hatten bei Regenfällen und die ganze schöne Steuerung und alles hat nicht funktioniert, weil ein Schieber geklemmt hat oder ein Alligator verstopft war. Und weil wir vom Zweckverband aus die Regenbecken nur betreiben, aber nicht reinigen und unterhalten, gibt es immer wieder große Probleme. Und dann ist der ganze Nutzen dieser Steuerung in ein, zwei Regenfällen wieder zunichte gemacht. Vielleicht finde es gerade ein gutes Votum, das eben zeigt, technisch ist das eine, organisatorisch ist eben das andere. Und das ist ohne, dass man eben auch organisatorisch, je nachdem, gewisse, ja, also genau die Schwierigkeit, wenn nicht klar ist, wer wofür verantwortlich ist, respektive wenn eben der beispielsweise, wenn die Steuerung von der ARA gemacht wird, aber sonst zuständig für das Becken ist die Gemeinde, dann ist es wahrscheinlich schwierig. Und deshalb, ich hab's mal gesagt, Vollentsorger ist vielleicht mal ein bisschen provokativer Begriff, aber ich denke, genau in dem ist es eben schade, wenn es dann am organisatorischen liegt, dass man so etwas nicht nutzen kann. Dann finde ich sehr schade und gleichzeitig sieht man aber auch, dass möglicherweise dort eben häufig noch größere Schwierigkeiten sind als beim Technischen. Die Erfahrung, die wir machen. Vielen Dank. Dann hat Richi sich noch gemeldet. Ja, Richi Hauter vom AWEL. Christian, du hast gefragt, wer das schon macht. Wir im Kanton Zürich haben es auf der ARA Adliswil angeschaut, auch mit dem Markus Christ zusammen, mehr Abwasser über die Anlage zu führen und die fahren die Anlage heute so. Also die fahren über dem Q-Max, wenn es anfängt zu regnen. Was wir aber noch nicht machen, und das ist der nächste Punkt, seit der Siedlungsentwässerung, wie gehen wir um mit dem Gesamtmonitoring, wie gehen wir um, wenn wir Grenzwertüberschreitungen haben auf Seiten ARA, aber für das Gesamtsystem eigentlich ein Nutzen wäre. So weit sind wir noch nicht. Wir haben das vor 2 Jahren gemacht. Es hat auch mal einen Bericht gegeben, der bei uns rum ist, zu diesen ganzen Abklärungen, eben wie man vorgeht, die ganze Hydraulik muss anschauen. Also da gibt es auch Unterlagen bei uns. Es ist einfach, ich weiß nicht, bis jetzt in das Projekt eingeflossen ist im VSA. Ja, da bin ich jetzt gerade auch überfragt. Aber ich glaube, es ist eingeflossen ist es wahrscheinlich, Reto. Oder sind ja die Planer sind beteiligt. Genau. Wer hat den Bericht gemacht? Hunziker Betatech. Ja. Das ist Alexandra Fumasoli und Markus Gresch. Ja, die sind involviert im Projekt. Tipptopp. Wo seht ihr Hemmschuhe, damit das, also eben, wir haben wahrscheinlich Potenzial, vielleicht nicht überall, eben aus verschiedenen Gründen kann es sein. Aber wenn man es hat, was braucht es, damit das Potenzial genutzt wird? Wer hat da ein Gefühl? Dem Zwang des VSA. Ja, ich weiß nicht, ob meine Kamera geht.
Stefan Gauci von BG Ingenieure. Hört ihr mich? Ja. Gut, okay. BG ist zurzeit daran, verschiedene Kanalbewirtschaftungsprojekte zu planen oder sogar umzusetzen. Wir stellen fest, also ich frage mich, wie man dazu kommt, dass man das, die Kanalbewirtschaftung überhaupt anzweifelt. Was kann man verlieren überhaupt? Die Kosten, einen Schieber einzusetzen, eine Mengenmessung zu haben, diese Daten aufzuzeigen, da kann man doch nur gewinnen. Und mit diesem Ansatz gehen wir eigentlich vorwärts. Wir haben in einem Projekt in Bern, Kanton Bern, haben wir einen Auftrag für Kostenteile, für eine Mengenmessung einzusetzen. Und selbstverständlich an einer Grenze konnten wir einen gesteuerten Schieber einsetzen, vor allem Regenbecken. Damit können wir nicht nur eine Regelung machen, sondern wir haben auch Daten. Wir haben Daten, die wir dann auch später nutzen können. Wir haben ein Datenmanagement. Gekostet hat das sehr wenig Geld und es ist einfach ein Gewinn. Was auch noch weitergeht, ist, dass dass die Kanalbewirtschaftung ist in der Schweiz an der Front und es findet fast eine Konkurrenzsituation statt, mit was für Programmen, mit was für Systemen eingesetzt werden. Und da findet im Moment ein Rennen statt, das, ich denke, interessante Lösungen bringen wird. Vielen Dank für die Rückmeldung. Reto, willst du etwas sagen dazu? Es freut mich natürlich. Das ist war ein flammendes Plädoyer. Auf dem richtigen Weg sind. Ist zwar nicht jetzt direkt mit Arad, aber vielen Dank, Stefan. Gut, Adrian hat sich noch gemeldet. Ja, ich möchte nochmal, Adrian Schuler, ARA Bern, ich möchte nochmal auf die hydraulische Kapazität der ARA vor der Vorklärung zurückkommen. Wurde auch schon im Chat erwähnt, der Sandfang primär sehe ich schon als Engpass. Rechen sind selten das Problem, aber wenn ich zu viel Hydraulik durch die Anlage schleuse und ich habe den Sand in der Vorklärung, das heißt früher oder später auch in der Faulung, zwischendrin habe ich diverse Abrasionsprobleme und solange es keine Sandentsorgungslösung gibt für Sande aus Faultürmen, gibt es auch erhebliche Kosten. Genau beziffern können wir das nicht, aber aktuell mussten wir 60 Kubikmeter Sand durch die Kirchverbrennungsanlage schleusen, weil der TOC ein bisschen zu hoch war. Und wenn ich so namhaft mehr Sandmengen rausbringe am falschen Ort, da habe ich schon ein Problem damit. Aber den Ansatz auf jeden Fall, den unterstütze ich. Und ich sehe auch das Rollenbild der ARA, wie es Reto gefragt hat. Also wir sehen uns da schon auch als guter Hebel im Ganzen. Vielen Dank für den Hinweis. Jörg hat sich nochmals gemeldet. Entgegen dem Versprechen vorher. Aber du darfst. Einfach noch ein Hinweis zu dem Votum von Stefan Gauci. Also ich finde es super, wenn quasi die Steuerungsbauer jetzt Programme entwickeln und probieren, sehr viel Abhängigkeiten einzuschaffen. Ich persönlich bin ein Anhänger von Keep it simple. Wenn wir dann schon gar nicht mehr verstehen, was überhaupt im Einzugsgebiet passiert, dann wird es auch nicht kontrolliert und es wird nicht weiterentwickelt. Also für mich persönlich ist ein einfaches System, das ich noch einigermaßen überschauen kann und nachkontrollieren kann, funktioniert das überhaupt so, wie ich das wollte, ist der Mehrwert als ein riesenkompliziertes System, wo ich vielleicht nochmal 5-10% raushole. Aber darauf vertrauen muss, dass das, wo der Computer rechnet, dann schon irgendwie stimmt. Ich bin hier immer der Praktiker. Vielen Dank. Ich schaue gerade auf die Uhr und wir haben 6 Uhr überschritten. Reto, willst du noch ein flammendes Schlusswort halten?
Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Ja, ich denke, es sind einige Punkte gekommen, die absolut berechtigt sind. Und ich denke, wir sind hier nach wie vor auf einem Weg. Und ich glaube, habe aber auch hatte das Gefühl, grundsätzlich sind wir nicht ganz auf dem verkehrten Weg. Und bin der Meinung, dass wir hier jetzt auch mit diesem Projekt und letztlich dann auch mit dieser Richtlinie eine wichtige Grundlage erhalten, um eben hier einen Schritt weiter zu gehen. Und hier spreche ich jetzt wieder nicht mit dem Hut der CCR, sondern dem Hut der Vollzugsbehörde. Das heißt, wir haben dann eben auch ein Dokument, worauf wir verweisen können, was wir eben als Grundlage nutzen können für den Vollzug. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, was wir brauchen, damit wir hier weiterkommen. Gut, vielen Dank fürs schöne Schlusswort. Genau, vielleicht für euch noch der Aufruf, oder? Reto hat es gesagt, es gibt eine nächste Sitzung, da wird der Bericht vermutlich nochmals ein bisschen überarbeitet und dann soll es eine Vernehmlassung geben. Und da bitte ich euch einfach darum, beteiligt euch daran. Das wird sicher seriös ausgewertet. Ihr könnt euch auch zwischendurch direkt bei Reto melden, vermutlich. Sage ich jetzt einfach so. Genau. Aber ich denke, wir haben gesehen von der Teilnehmerzahl, das Thema stößt auf Interesse. Ich denke, es ist wichtig und es wird uns sicher noch die nächsten Jahre auch beschäftigen. Von dem her, vielen Dank euch allen für die Teilnahme. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Zu guter Letzt noch ein kleiner Aufruf für die nächsten Anlässe. Ich habe mich sehr gefreut, mal wieder ein paar Gesichter zu sehen. Am 17. Juni haben wir die Möglichkeit, das auch zumindest halb live zu machen. Also wir haben dann den CC-Anlass vom CC-Abwasserreinigung an vier Standorten. Meldet euch bitte an. Wir sind in, Sarah, hilf mir, Altenrhein, Lugano, Dübendorf, Bern und Lausanne vertreten, ähnlich wie letzten September in Zuchwil, in Solothurn und anderen Standorten. Ja. Also meldet euch an, ich würde mich freuen, ein paar von euch da zu sehen und dann sollte es ja möglich sein, auch ein Bier zu trinken oder so. Dann auch schon möglich, sich anzumelden. Am 21. September findet die Fachtagung Biologische Abwasserreinigung statt. Da wird es am Morgen eine Fachtagung geben mit Vorträgen und am Nachmittag verschiedene Workshops zu verschiedenen Themen. Wir versuchen da mal ein bisschen ein neues Format, das sollte auch durchführbar sein. Und ja, ich freue mich, das wird sicher sehr interessant und hoffe, dass ihr euch alle anmeldet. Gut, das war mein flammendes Schlussplädoyer. Dann wünsche ich euch allen einen ganz schönen Abend, hoffe euch bald wiederzusehen, bleibt gesund, lasst euch impfen. Bis bald. Danke, Reto, nochmal. Merci auch.